Hallo und herzlich willkommen bei musikmachen.de. Ich bin Marvin und ich zeige euch heute die Gecko-Serie der Cinematic Sound Soundschmiede. Und zwar angefangen mit Kasimir und Caroline. Und ich war echt, als ich die Dinger ausgepackt und installiert habe, unglaublich begeistert davon, wie atmosphärisch das Ganze ist. Also ihr werdet es gleich auch noch hören, aber von einem Sound, den ich irgendwie durch Zufall entdeckt habe, war ich so geflasht, den will ich euch als erstes mal zeigen. Man hört so im Hintergrund irgendwie ganz viel Zeug abgehen. Ich finde es wahnsinnig interessant und wie sich das so zusammensetzt, das erkläre ich euch mal gerade. Und zwar gibt es für dieses übrigens Native Instruments Contact Player Plugin, Gecko, Kasimir und Caroline, gibt es hier dieses Interface. Und hier auf der linken Seite habe ich die 6 Module, aus denen sich mein Sound zusammensetzt. Das heißt, ich kann in jedes dieser Module einen Sound reinladen. Es gibt ganz viele verschiedene, und zwar hier in diesem gibt es Pads, Harmonic Sounds und FX Sounds. Die kann ich in der Lautstärke einfach mischen, je nach Lust und Laune. Ich kann die pannen, ich kann die auch auf Solo schalten, wenn ich einen Sound ganz speziell bearbeiten möchte. Und den ersten, also quasi hier Sound Nummer 1, kann ich auch nochmal detunen gegen die anderen. Das gibt so wunderschöne Schwebungen und da geht es richtig ab, wenn man das gut bedient. Dann gibt es noch weiter unten auf der rechten Seite das Flying Table. Wenn ich das anmache, dann sieht man es auch direkt, bewegt sich hier quasi die Lautstärke meiner verschiedenen Sounds, die ich hier reingeladen habe. Wenn ich den gleichen Sound jetzt nochmal spiele, ist direkt eine völlig andere.